herzlich willkommen zurück. Ja, wir machen auch direkt weiter. Ohne weiter, Cousins. Aber wir müssen nach unten. Wo war der Weg jetzt? Ich bin schon vor uns reingekommen, ne? Ja. Ja. Ich hilft immer. Weiter runter. Runter. Nutzen. Okay. Attila, was zum Henker haben Sie getan? Hey, hier spricht Kyle Crane. Ich bin bei Attila zu Hause. Wie geht es, Attila Crane? Sag schon. Er hat sich die Kehle aufgeschlitzt. Er hat die Maske aufgesetzt und sich umgebracht. Maske? Welche Maske? Eine alte, rote Maske, die ich im Tempel der Sonne gefunden habe. Dieser alte Narr hat dich geleint, Crane. Was? Wie? Damit du diese Maske suchst. Wir wissen alles über sie. Die Maske war nicht seine Aufgabe, Crane. Attila war todkrank. Der Krebs fraß sich durch sein Gehirn. Er muss überzeugt gewesen sein, dass der Gott der Sonne erscheinen und Besitz von seinem Körper ergreifen würde, wenn er sich die Maske aufsetzt und sich die Kehle aufschlitzt. Aber warum? Warum sollte er das glauben? Und er wird die Tore des Todes passieren, auf das er neues Leben bringe. Attila hat das wohl als Selbstmord gedeutet. Ein Fehler, der ihn das Leben kostete. Nimm die Maske und such nach dem Buch, das Attila für uns schreiben sollte. Bring alles zu Yazir, wir kümmern uns dann um den Rest. Okay, alles klar, machen wir. Okay, wir müssen schon wieder nach oben. Was hat das mit dem Code jetzt auf sich? Der Code ist ein bisschen sehr merkwürdig. Hallo? Mir hoch, bitte. So. Mal hier rein. Ja. Da ist das Buch. So. Haben wir hier noch irgendwas? Notiz. Sonst nichts. Also. Yazir, willkommen. Willkommen, Yazir. Wir haben alles erledigt hier. Hier gibt es nichts mehr. Aber wenn man hier nicht reisen kann, dann wird nach Haran reisen. So, dann ab. So, lass hier. Da steht wieder mein Auto. Ich hoffe, ein bisschen weiter weg. Aua. So. Machen wir das weg. Auf geht's. Auch ein Riese, krass. Geil, geil. Jetzt wird mal krasser hier. Muss ich gucken. Wir müssen eigentlich geradeaus zur Bahn schienen. Richtig, ja. Ja. Wo sind die Bahnschienen? Perfekt. Kaputt gemacht.
Ich muss aber eigentlich unten. Nicht überschieben. Herr Schwede, was geht denn hier ab jetzt? Haut ab, ihr Behinderten. Heinz. Bahnschienen, Bahnschienen, Bahnschienen sind da oben. Alles klar, alles klar, alles klar. Die sind mir immer noch hinterher. Okay. Ja, ein bisschen runter. Auf die andere Seite. Wir sind bald wieder daheim. Ich hasse die Viecher. Ja. Wir müssen noch ein Stück zurück. Wir müssen ein Stück zurück. Zurück. Ist hier hoch. Ich muss mal gucken. Oh Gott, wir müssen eigentlich weiter auf die Bahn schieben. Ja, kannst du endlich mal zuschlagen? Nee, danke. Toll. Wir kommen langsam auf, aber langsam, aber sicher. Hier. So, ich mal gucken. Wir sind jetzt da. Wir sind jetzt da. Was ist denn das jetzt hier? Was ist das hier oben? Ja, wir sind da. Oder? Ja. Und wo der Eingang ist, da. Ich will mal mein Auto in Ruhe lassen hier.
Oh. Die sind auf einmal alle her hier. Okay. Ich bin fast tot. Hab's nicht. Was ist hier? Wir sind da. Ja, sehr, stell bitte keine Fragen, sondern gib diese Sachen den Akolyten, sobald du die Möglichkeit dazu hast. Es ist sehr wichtig für die Mutter, ich weiß. Haben sie mir schon gesagt. Ich sag ihnen, dass ich alles habe. Okay, alles klar. Sollen wir die noch weiterhelfen hier, oder? Oh, ey, was ist das denn jetzt? Was ist das für ein Blödsinn? Das ist jetzt mal richtig. Was ist Blödsinn? Okay. Alles klar. Danke, Chimbo. Ich habe deine Notiz gesehen, Yazir. Wer ist dieser Sabit? Sollte er euch Medizin besorgen? Ja, er hat uns jede Woche frische Kräuter gebracht. Wir haben allerdings schon viel zu lange nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß, er könnte tot sein. Aber du kennst den Mann nicht. Bei ihm ist alles möglich. Er wollte ein Gesichtsloser werden und würde sich nicht einfach so umbringen lassen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo ich nach ihm suchen sollte? Und was ist mit dem Fieber? Ihr braucht immer noch Kräuter, oder? Er lebte in einer Hütte auf dieser Felseninsel. Und ja, dort hat er seine Medizin aufbewahrt. Aber sei vorsichtig. Wenn etwas Sabit erwischt hat, solltest du es nicht unterschätzen. Okay. Okay, dann machen wir das. Ich hoffe nicht so weit weg. Da unten auch noch. Hey. Wieder zurückfahre. Ja gut, alles klar. Gehen dann wir hier rein. Verkaufen und mal alle unwichtigsten Sachen hier so. Ja, ne, warte mal. Die Polizei wäre weg. Dann weg. Die behalte ich mal. Weg, weg, weg. So, kaufen. Mit 12.000. Auch Mull nehmen wir mit. Mal voll. Das nehmen wir eine Weile mit. Schrauben. Wand, das war's schon. Okay, alles klar. So, wenn uns bestimmt auch noch ein paar Medikits herstellen. Ne? Wie viele denn? Wie viele herstellen? 13, ne? Noch so ein paar. So. Oh ja, 14, sehr gut. Ja, da gucken wir mal an. Benzin. Benzin. Okay, hab ich keins mehr. So, wo soll der sein? So unten. Machen wir mal hier ein paar. Alles klar. Let's go.
müssen jetzt mal wieder runter auf die Gleisen. Ja. Nice, mach das Auto kaputt. Mach ruhig das Auto wieder kaputt. Was du früher voll hier aufgebaut hast. Komische Schreier gehen wir irgendwie voll auf den Senkel. Wo bin ich jetzt? Da war ganz so weit gerade ausfahren. Na. Da steht es, geht denn hier ab? Komm nicht rum, ne? Wie das auf dem Sack hier. Ja, schön gemacht. Ach nee, krieg mein Auto wieder rumgestellt. Zum Kotzen. Das ist hinten. Ah, hier kann ich auch. Ich auch den Buggy zurückrufen. Okay, kann man uns direkt noch was einsammeln. Cool, wir haben auch jetzt endlich mal eine Schrotflinte. Brauchen wir uns keine kaufen. So. Kann ich jetzt den Buggy rufen? Okay, sorry. Hier. Dann auf der anderen Seite. Oh, mal den Buggy wieder. Und wir müssen noch weiter. So, wo ist der Buggy? Ich auf der anderen Seite. Lachsen. Ist jetzt auf der anderen Seite. Ja. Alles klar. Steht er doch. So. Steht da runter. Sehr gut. Ich hab das kein Benzin mehr. Bloß das kein Benzin mehr. Das kein Benzin mehr. So, wo hier runter. Tankstelle. Das ist doch perfekt. Komm, wir machen alles platt hier. Gut, kurz reparieren.
Na, Riesen. Riese sein? Okay. Der muss hier irgendwo sein. Okay, wir steigen hier mal aus. Oh. Alles klar. Steht gar nicht. Hier runtergekommen. Okay. Buggy, tut mir leid. So. Sitzt irgendwie wieder hier hoch, ne? Ich komme jetzt hier hoch. Da nicht. Ich glaube eher hier rum irgendwie. Nee, da von unten. Alles klar. Wie gehe ich hier noch ringsrum? Aber hoch komme ich irgendwie nicht. Okay, aber ich würde sagen, dann ist die Folge leider hier schon wieder beendet. Leider konnten wir jetzt nicht so viel machen. Aber naja, gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich würde sagen, bis dann. Ciao.